Wie gesagt, ich brauche ein Pizzamesser, damit ich die Pizza auch richtig schneiden kann. Ich probiere jetzt direkt einmal. Dickeren Stellen und am Rand ist es nicht ganz so hart. Schmeckt auf jeden Fall gut. Hat aber trotzdem so einen ganz, 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 ganz leichten Knetgeschmack noch. Knetegeschmack, ich weiß nicht wieso. Aber schmeckt sonst super gut. Preis ist etwas hoch. Ein bisschen was von einem Fladen auch. Also so ein dünnerer Fladen. Hätte ich da jetzt sogar noch Putenbrust draufgepackt, dann hätte die Pizza bestimmt um die 100 Gramm Protein. Also von den Werten echt super. Geschmacklich lecker, aber ich bin jetzt nicht ganz hundertprozentig überzeugt. Deswegen würde ich dem Pizzaboden 7,5 Punkte denken. Geschmacklich aber sonst, wenn ich ein paar Mal reinbeiße, sehr gut. Also kann man auf jeden Fall machen. Wäre es nicht so teuer, würde ich es, glaube ich, viel, viel, viel öfters essen. Also ist doch nicht alles komplett hart. Also es ist jetzt hier das Stück auch was weicher. Also schmeckt schon gut, aber ich würde es mir, glaube ich, nicht nochmal holen.